Hey Leute, willkommen zurück bei Elite Dangerous. Wir sitzen immer noch in der Fer de Lance. Ich weiß nicht, wie man das richtig ausspricht. Jedenfalls in dem neuen Schiff. Und gucken wir, ob wir noch ein bisschen rumkämpfen können. Wir suchen noch ein paar Gegner. Ja, die sind ja leider alle kompetent. Jedenfalls 4 Strahlenlaser ist vielleicht ein bisschen zu viel. Könnte sein. Ja, überhitzungstechnisch ist das auf jeden Fall nicht das Beste. Ist das die Anaconda dort rechts, die wir beim letzten Mal gesehen haben? Ich glaube schon. Die sind schon gerade wieder weggesprungen. Oh, da kam gerade jemand Neues rein. Bin gerade leider nur im Navigationssignal nach wie vor. Müssen wir ein bisschen näher ran, kann ich gerade noch nicht anvisieren. Ach, scheiße, hatten wir schon gescannt. Cameron Davis. Fliegen wir mal zum Signal zurück. Da springen immer mal Leute rein. So wie gerade auch, ich glaube, da kam gerade ein Blitz, also beziehungsweise so ein Frameshift-Effekt, dass jemand reingesprungen ist. So, da haben wir einen Igel. Neuling. Sauber. Schade. Eine Sidewinder. Oh ja. Gesucht. Tja, dann tut's mir leid für dich. Das war's. Lol. So. nochmal ein klein mitgegeben. Ui, das ging schnell. Das ging wirklich sehr schnell. Schade, wir haben ja nicht mehr. Warten wir mal, das neue reinspringen. Bis neue reinspringen. Vielleicht finden wir ja hier irgendwo so eine Kriegsregion. Steht das nicht manchmal in der Info, was da gerade los ist? Ob da Krieg herrscht? Oder stand das hier drin? Wenn ich hier reingegangen bin in die Systemansicht, irgendwo stand das doch Bürgerkrieg oder sowas. Demokratie, Föderation. Unabhängig, bla bla. Sicherheit hoch. Das ist ja ein tolles System. Halt, ich wollte noch nicht zurück. Wie sieht's denn hier aus? Da sieht's gar nicht aus. HR 8061, hier vielleicht. Demokratie, Demokratie. Ach Mann. Wenn ich es nach Regierung ordne. Was war denn lila? Was ist denn lila? Die Konföderation, ist das neu? Gottesstaat? Aha. Patronat sind die Sträflingskolonie, das ist ja cool. Ich find's bloß blöd, dass sie halt irgendwann mal von der Föderation, von Imperium, die waren ja mal rot gekennzeichnet, dass sie das alles geändert haben. Was ist das hier? Das ist Anarchie oder was? Sträflingskolonie. Konföderat. Aha. Kommen wir bis dahin mit unserem Treibstoff? Ja. Weiß bloß nicht, ob wir dann dort auch auftanken können. Können wir nochmal durchscannen? Haben wir noch welche? Ein Typ 7 Transporter? Ja, das ist natürlich auch genau das geeignete Ziel für uns, aber ich hätte gern echt ein besseres Schiff erstmal zum Testen. Schade, nicht gesucht. Eine ASP. Ja, die ist schön wendig. Oh, da hinten wird auf jeden Fall gekämpft. Gegen die Anaconda oder kämpft die Anaconda gegen jemanden? Wieso kann ich die denn schon wieder nicht auswählen? Jetzt geht's. Wo sind jetzt die ASP hin? Okay, die haben wahrscheinlich schon den Gegner erledigt. Da wird nicht mehr gefightet. So, vielleicht haben wir Glück mit der ASP, dass die gesucht wird. Zumeist harmlos. Schade, ist auch sauber. Mehr haben wir hier nicht.
Wollen wir da mal hinspringen in dieses eine System? Nach Menes. Wie viele Lichtjahre sind denn das? 30? Ich weiß halt nicht, ob wir zwischendrin auftanken können. Das müsste jetzt wieder ein großes Schiff sein, was wir fliegen. Kann ich irgendwo nach Bürgerkrieg oder so? Handelsrouten anzeigen? Achso, ja. Gibt's hier eigentlich was Neues? Ach, guck mal. Oh, wie sieht's da? Oh, was habe ich denn hier gesehen? Monoto? Monoto. Kommunismus. Diktatur. Oh, hier wird wieder gekämpft. Was ist da denn los? Gegen die hier oder was? Gegen die Cobra? Lol, jetzt haben wir Kopfgeld bekommen, weil ich die angeschossen habe. Ja. Lol, weil ich die zu zeitig angeschossen habe. Komm jetzt her, dich kriegen wir noch. Weg mich. Ah, oh, jetzt suchen sie uns. Ja, lass mich in Ruhe. Ich wollte noch mal kurz hier reinschauen. Okay, da gibt es einen großen Sternhafen. Da springen wir jetzt einfach mal hin. Nach Monoto. Da müssen wir zwei Sprünge machen. Lass mich in Ruhe. Was ist denn für eine Wolke? Mensch, Leute, lasst mich... Jetzt sind wir tatsächlich gesucht. Och nö. Ich glaube, wir bauen zwei Laser wieder raus. Das ist ein bisschen viel. Vielleicht machen wir drei Mehrfachgeschütze einfach draus. Die Kanone. Ja, die würde ich gerne nochmal ein bisschen besser testen. Da müssen wir halt bloß ein bisschen anders fliegen, weil die halt unten dran hängt. Das heißt, immer ein bisschen höher oder nach oben geneigt vom Ziel aus gesehen. Das Problem ist hiervon, diese Streben am Cockpit, die verdecken manchmal so ein bisschen das Zielvisier, hatte ich gerade so den Eindruck. Gibt's hier was zum Kämpfen? Hier ist gar nichts los. Okay, weiter. Gucken wir mal, Monoto, vielleicht können wir da unser Schiffchen ein bisschen ausstatten. Vielleicht ist es ja zufällig ein Hightech-System. Ich glaube, es stand aber nicht da. Auf jeden Fall müssen wir erstmal die 400 Credits bezahlen. Ist das mehr geworden? Das war noch sonst immer plus 200 und wenn man es dann nicht rechtzeitig bezahlt hat, dann auf 300 hoch. Haben sie wohl auch erhöht, ist ja auch okay. Aber das war gerade wieder sowas. Also das Schiff ist eindeutig gesucht, weil schon drei Leute drauf geschossen haben und dann habe ich wirklich eine halbe Sekunde zu früh geschossen. Gibt es hier Kampfzonen? Nee, leider nicht. Leider nicht. Ach Mann. Naja, können wir das kleine bisschen Kopfgeld wenigstens einholen. Ach doch, sind ja insgesamt über 50.000. Super. Ach geil, guck mal, lol. Wir haben ein paar Abschlüsse gemacht, sind jetzt in Kampfrang aufgestiegen auf Experte. Super. Wir waren vorher kompetent. Sind jetzt Experte, wie viele... Abschlüsse haben wir dann 488 und 75 Kampfbelohnung. Super. Halt. Also 563. Wie viel Geld haben wir schon aus den Kopfgeldern bekommen? 3,3 Millionen und knapp 500.000 aus Kampfbelohnung. Das wäre schön. Haben wir sogar noch einen neuen Kampfrang bekommen. Also die Überhitzung ist wirklich extrem mit 4 Strahlengeschützen oder mit Energiewaffen. Ich denke, mit 2 kommen wir da viel besser zurecht. 4 ist echt übel. Da können wir vielleicht tatsächlich lieber Mehrfachgeschütze drunter bauen. Gucken wir mal. Vielleicht können wir das ja hier ausstatten. Wenn nicht, dann fliegen wir wieder ins Lure-System zurück und ich hätte auch einfach 2 deaktivieren können. Und
statten uns da nochmal aus. Oder gucken einfach mal ein anderes Hightech-System. Es gab ja nicht ganz die besten Sachen zu kaufen. Wir müssen doch mal nach den Sensoren gucken. Da hatte ich, glaube ich, nicht. Oder habe ich das übersehen? Bei dem Schiff, bei der Ausstattung. Docking request granted. Danke. Schießt uns bitte nicht ab, weil wir gesucht sind. Aber die haben vorhin, da haben ja vorhin ein paar auf uns geschossen. Das Schild hat eigentlich ganz gut mitgemacht. Hatte ich mich ja gar nicht drum gekümmert. Es mir relativ egal war in dem Moment. Einfach nur weg wollte. Oh, 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 das war nochmal ein Boost zu viel. Scheiße, komm schon, brems ab. Landing gear deployed. Ah, jetzt. Okay. Scan detected. So. Jetzt können wir loslegen. Alles sauber, machen Sie sich auf den Weg. Danke. Das ist ja nett, dass Sie uns nicht gleich abschließen. Müssen wir hin? Da hinten hin. Finde ich auch super, das haben sie auch so ein bisschen geändert, dass sie nicht mehr alle oder viele Landezonen anzeigen, sondern nur noch die, die ich brauche. Und vielleicht noch ein, zwei andere, vielleicht zur Orientierung, denke ich mal. Docking successful. Engines disengaged. So, dann können wir schon mal den Hangar betreten. Da bezahlen wir erstmal unsere Strafen. Vielleicht kriegen wir auch hier das Kopfgeld. Müssen wir mal gucken. Auftank nachladen, bla bla. Kontakte müssen wir. Ach, guck mal, jetzt sind schon 600, die wir zahlen müssen. Das wird immer mehr. Hier können wir die 21.000 von der Föderation einholen. Da haben wir nichts mehr. Okay, Schwarzmarkt gibt es ja auch. Kontakte, Ausstattung. Geil, die haben ja sogar einiges. Oder rechts und links eine Raketenrampe dran. Ah, die haben auch nur diese ein. Gibt es da nicht bessere Mehrfachgeschütze irgendwo? Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass das... Weil die haben wir jetzt so oft gesehen, diese einfachen Mehrfachgeschütze, diese F2. Ja, die hier oben, diese blöden Türme, aber die will ich nicht. Ich will schon selber rumschießen. Jedenfalls Sensoren. Ach, guck mal, die hatte ich gar nicht gewechselt. Ja, auf jeden Fall. Ah, da haben wir dann... Jawohl, das müsste gehen. Die Laserwaffen lassen wir oben drauf. Rechts und links kommen die Mehrfachgeschütze dran. Ja, da kaufe ich halt erstmal die normalen. Ah, da sparen wir nämlich wieder Energie. Ja, toll, jetzt kommen wieder so eine kleinen Popeldinger rausgefahren. Ah, ne, es geht. Ist okay. Oder 5 Splitterkanonen. Sehen bestimmt auch lustig aus. Oder der Gegner würde nicht schlecht gucken, wenn du mit 5 Splitterkanonen auf den drauf zugerast kommst und dann einfach mal alle los schießt. So, die kommt auch weg. Die Kanone. Da vielleicht eine Splitterkanone. Aber wie gesagt, wenn wir da jemand anders treffen, ah, das ist dann wieder so kritisch. Da kommen halt auch erstmal die Mehrfachgeschütze drunter. Schade. Es muss doch bessere geben als diese F2. Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Wir gucken nochmal. Vielleicht finden wir woanders nochmal ein Hightech-System in der Nähe. Schildbooster, ja. Okay, das haben wir alles. Das haben wir alles. Energieverteiler. Frameshift-Antrieb. Ach, hier, guck mal, hier gibt es den A4. Super, der ist nochmal ein bisschen besser. Dann nehmen wir den mit. Lebenserhaltung. Ach komm, was soll der Geiz? Was soll's? Sensoren haben wir. Einen besseren Energieverteiler gibt's noch. Vielleicht gibt's hier nochmal eine bessere Schildzellenbank. Ich würde mich freuen. Leider nicht, oder? Nee, ich glaube nicht. Schade. Schade. Boah, eine Raffinerie mit 10 Slotbehältern. Das ist ja super. Ah, das ist ja geil.
Krank. So, jetzt müssen wir erstmal wieder die Waffen abändern. Beziehungsweise die Feuergruppen. Strahlenlaser 1 nach wie vor, die Mehrfachgeschütze aber beide auf die 2. Das haut hin. Super. Funktioniert, da fliegen wir weiter. Haben wir hier alles erledigt? Obwohl, wartet mal. Wir können ja mal schauen, gibt es hier eine Auftragstafel? Abschüsse. 3 Piraten in Tyapati. Das nehmen wir jetzt einfach mal an. Da fliegen wir mal nach Tyapati. Starten schon mal. Da müsste es uns ja... Ach, guck mal, das ist so ein neues System. Konföderation müsste das doch sein, oder? Düsen wir mal dorthin. 3 Piraten abschießen. Ich weiß nicht, ob wir es noch in dieser Folge schaffen. Schauen wir mal, wie schnell es geht. Probieren wir auf jeden Fall im Navigationssignal. Am Navigationspunkt. Direkt am Stern. Erhebe dich, meine Süße. Ist auch sehr, sehr unauffällig mit der roten Legierung oder Lackierung. Ach, verdammt! Jetzt, wo ich das sage, Mann! Eine bessere Legierung hätte es vielleicht noch gebraucht. Ach Mann, es ist immer das Gleiche. Man denkt, man hat alles erledigt an der Station. Nein, hat man nicht. Irgendwas vergisst man trotzdem. So geht es mir jedenfalls. Mann, es gibt aber auch so viel. Alter, das ist schön schnell, das Schiff. Also ich bin sehr beeindruckt. Waren die Rückkaufkosten nicht schon mal höher beim letzten Mal? Ach ja, durch die Waffen. Ja, okay, sorry, natürlich. Wir haben jetzt deutlich günstigere Mehrfachgeschütze drin. Gut, hat sich geklärt. Oh nee. Aber die sind doch aufgeladen, die Mehrfachgeschütze, oder? Die geben sie mir doch eigentlich mit. Nein, 90. Ah, ich krieg die Krise. Mann, wenn ich eine Waffe kaufe, will ich auch die Munition dafür. Das darf doch nicht wahr sein. Das darf doch einfach nicht wahr sein. Naja, ist egal. Die 3 Piraten, die zwirbeln wir auch so weg. Ja, hier gibt es auch nicht viel. Bloß eine kleine Station und halt das Navigationssignal. Och Mann, oh. Naja, ein paar Schuss haben wir. Ist ja nicht so schlimm. Dürften wir ja auch so tot kriegen mit den 2 Lasergeschützen. Die jetzt wiederum nicht mehr so schnell überhitzen sollten. Ach Mann. Nein. Wieder vergessen, die Munition zu kaufen. Sollte ich mir Gedanken machen um meine geistige Gesundheit, was das anbelangt? Ich hoffe nicht. Ach guck mal, die drehen sich sogar da oben, diese Behälter. Oder haben sich gerade gedreht. Sieht schon ganz cool aus, wenn man hier so ein bisschen rumdüsen kann. Auch die Triebwerke oder die Schubdüsen hier hinten. Geil gemacht. Ich denke, wir müssen mal wieder zurück. Oh, bereit zum Eintritt? Oh, da haben wir wohl Glück gehabt. Genau im richtigen Moment. Oh, ja, okay. Waffen sind schon mal ausgefahren. Das hatte ich gerade aus Versehen bloß geklickt. So, dann scannen wir mal rum den Sidewinder. Die kriegen wir mit 90 Schuss weg. Beziehungsweise 270 sind es ja. Schade. Was haben wir noch? Eine Cobra? Eine Elite Cobra? Oh, ja, die würde ich gerne mitnehmen. Wenn sie gesucht ist. Schade ist sie leider nicht. Eine ASP. Auch gut. Nehmen wir auch mit. Ich bin für alles offen. Auch sauber. Die sind alle sauber. Was haben wir hier? Einen Sidewinder. Jette Pürsin, Meister. Oh, wir werden gescannt. Da haben wir vielleicht Glück. Eine Viper. Ja, immerhin gibt es hier schon mal einige Schiffe, die hier rumfliegen. Oh, da hinten wird gekämpft. Ja, da machen wir uns mal hin. Ist das zufällig die Viper? Nee, irgendein anderes Schiff. Die Cobra eventuell. Ja, sieht so aus. Ja, die hat nur noch 64%. Müssen wir trotzdem ein bisschen ranfliegen. Testen wir direkt mal die Mehrfachgeschütze. Müsste schon richtig fliegen. Und nochmal die Laserwaffen. Oh, das war schon. Ui, das ist ja super. Ha, geile Sache. Da haben wir schon mal einen. So. Achso, war vielleicht gar nicht der eine, oder? War kein Pirat. Schade.
keine neuen Schiffe im Umlauf. Aber ich krieg die hier vorne nicht rein ins Visier. Die hier oben. Doch. Hatten wir auch schon. Okay. Ja, drei Piraten suchen wir beim nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.